Im Masterstudiengang Chemie vertiefen und erweitern Sie die Kenntnisse, die Sie sich im Bachelorstudium angeeignet haben. In Bielefeld haben Sie zudem die Möglichkeit, sich nach Ihren Neigungen zu spezialisieren. Wir haben hierfür drei Profillinien eingerichtet. Es gibt das Profil Synthese, das Profil Physikochemie und das Profil Theoretische Chemie. So können Sie eigene Schwerpunkte setzen. In Bielefeld gibt es zudem den Masterstudiengang Biochemie, aus dessen Angeboten Sie natürlich auch wählen können. Die Universität Bielefeld ist forschungsstark und mit ca. 25.000 Studierenden relativ groß. Im Gegensatz dazu ist unsere Fakultät für Chemie eher klein. Wir haben in der Praxis eigentlich eine eher familiäre Atmosphäre. Für Studierende hat das den Vorteil, dass wir Lehrenden die Studierenden sehr gut kennen und somit individuelle Vorlieben sehr gut fördern können. Wir legen einen hohen Wert auf exzellente Lehre. Unsere Forschung ist meiner Meinung nach international gut sichtbar und wir sind sehr gut vernetzt. Und somit können wir zum Beispiel für Studierende Forschungsaufenthalte im Ausland sehr gut vermitteln. Viele Studierende der Chemie entscheiden sich nach ihrem Masterabschluss zu einer Promotion. Aber auch ohne eine Promotion haben sie mit einem Masterabschluss vielfältige Möglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen. Neben dem klassischen Weg in die chemische Industrie arbeiten Chemikerinnen und Chemiker genauso in Forschung und Lehre wie in Marketing und Vertrieb. Sie können im öffentlichen Dienst arbeiten oder auch in zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen. Eines ist sicherlich ganz klar, die Herausforderungen der Zukunft, wie zum Beispiel der Klimawandel oder auch die Realisierung einer nachhaltigen Lebensweise, sind ohne das Know-how von Chemikerinnen und Chemiker sicher nicht zu lösen. Daher, vielleicht sehen wir uns ja demnächst persönlich zum Masterstudium Chemie in Bielefeld.